Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNSTV. Ja, wie ich stehe in Andalusien in der Nähe von Palerma am Strand mit zwei Partnern von mir. Das ist der André und der René. Hallo René. Hallo Guido. Hallo André. Hallo Guido. Ja, wir haben uns hier ein paar schöne Tage gemacht. Das war ja so ein spontanes Ding. Wir haben uns hier getroffen. Die beiden Jungs sind mit dem Flieger gekommen, haben ihre Frauen mitgebracht. Das ein oder andere Bierchen haben wir schon getrunken, ne, René? Ja, ja, so sieht's aus. Ja, und gehört dazu. Ja, genau. So, und da haben wir gedacht, Mensch, komm, geh mal an den Strand, weil wir haben ja Silvester, ja. Morgen ist ja Neujahr, beziehungsweise das neue Jahr beginnt ja morgen. So, und da wollte ich vielleicht noch von euch mal hören, wie das Jahr so gelaufen ist. Weil du bist ja schon anderthalb Jahre dabei, du seit März. Und das ist ja mega, was wir dort rot gemeckert. Also, ja, da fange ich schon wieder an, Platz zu sprechen. Ne? So. Ich würde sagen, ich fange mal mit dem René an. Gerne. Ja, du bist ja schon ein alter Hase, du musst noch ein bisschen warten. Gerne. Ich gebe dir mal das Mikro. Und ja, René, wir haben ja im März eröffnet. In ja, Bettbusch, GNS Bettbusch. Genau. Und ja, erzähl mal, wie ist es dir in dem. Ich war ja nicht immer dabei, wir haben dich ja vier Wochen betreut. So, und dann war ich ja zwischendurch mal, ich meine, von Mönchengladbach sind das 35 Kilometer. Das ist ja um der Eck. Ja, das ist ja, also der Sonnengott, der steht hier nur zur Show. Ne? Also nicht, dass du denkst, dass ich den Stecker im Hintern habe. Du hast den Menschen. Ja, genau. Den haben wir einfach mal mitgenommen, so als Deko, als Stranddeko. Genau. Ne? Erzähl mal, wie ist es dir, Jan? Ja, wie ihr so wisst, ne, haben wir ja schon länger mit Wohnmobilen auch zu tun gehabt und auch durch den Fiat-Vertrag und Fiat-Professional-Vertrag. Und ja, wie das ja so gekommen ist, habe ich mich ja selber auch umgeguckt und bin dann auf dein System gestoßen und ja, auf dein, ja, wie nenne ich mal dein System, ja. Ja. Und haben uns ja dann schön mal zusammengesetzt, informiert und das hat mir immer mehr zugesagt, das Ganze. Ja. Und ich würde wirklich sagen, das war so das i-Tüpfelchen, was noch bei uns gefehlt hat, mit dem Ganzen, um die Sache rund zu machen. Ja, ihr seht ja schon, bin ich diesmal, weiß ich ganz genau, in der vierten Generation. Da habe ich mir ja darüber anhören müssen. Also vierte Generation, das ist natürlich schon ein Verein, ja, wo ich glaube, der Opa ist 93, so der ist das mal angefangen ja, hat. Ja, der lebt ist das der, der ja. das mal angefangen hat? Ja, das ist natürlich schon eine Nummer in Bettbusch. Ne? Fiat Autohaus Heinen, ist das so die richtige Bezeichnung? Korrekt. Ja, mit Fiat Professional Service, da kannst du auch mal dein Ducato mitbringen. Also dein Wohnmobil, was du ja sowieso bei uns mitbringst, aber für eine Inspektion oder für eine Garantieleistung. Garantieleistung, gar kein Problem, richtig. Normale Wartungsarbeiten nach Herstellervorschriften, dass du deine Kulanz und alles aufrechterhältst, alles gar kein Problem. Ja, ja, hört sich ja gut an. Also waren wir erfolgreich dieses Jahr. Wir müssen natürlich noch an uns arbeiten. Das ist ja klar, deine Mitarbeiter, das darf man nicht vergessen. Ja, die sind natürlich klasse. Ja, der neue YouTube-Star am Himmel, ja. Unser Andreas, macht natürlich da eine Mega-Arbeit. Also da hier wird nichts, wenn ich das so sehe, da wird es ja falsch im Schritt sein. Ja, 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 das ist das so. Ist das darf man auf Silvester mal sagen. Genau. So, ja, René, danke für den kurzen Eindruck. Das Video soll ja auch nicht zu lange werden, weil wir machen ja keine richtige Jahresrückblick, sondern wir wollen unseren Kunden natürlich auch ein frohes neues Jahr wünschen, genau. Ja, und dass alles wieder normaler wird. René, vielen Dank. Ja, nicht nach. So, jetzt gehen wir mal rüber zu unserem Ossi-Spezialisten. Ja, das darf man doch so sagen, oder? Ja, André, ihr seid GNS Grimma, ja? GNS Grimma, und ich habe von Anfang an habe ich gesagt, oh mein Gott, was hast du da gemacht? Ja, habe ich das gesagt oder ja, nicht? Ja, hast du. Ja, ich sage, ach, das geht vollständig in die Hose im Osten. In der Nähe von Leipzig, ja gut, Leipzig ist hier so ein Weltbegriff. Ja. Und genau das Gegenteil haben wir erreicht. Leg mal los. Genau, genau. Also ich bin ja schon, oder wir sind ja schon als GNS Grimma etwas länger auf der Mattscheibe zu sehen, wenn man das so sagen darf. Und hat sich alles sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben uns etwas vergrößert. Partner sind dazugekommen. Also das Netzwerk auch für uns ist etwas oder sehr größer geworden. Und wir ergänzen uns in Fragen, in allen normalen Angelegenheiten auch. Also ist schon, hat sich genial entwickelt. So haben wir uns das nicht ausgemalt, so war es vielleicht ja geplant schon, aber ist schon genial herangewachsen, was bis heute. Ja, du hast mir ja nicht geglaubt am Anfang. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja, ja, du bist ja angekommen, wir machen das so und dann wird das und das und das.
Klingt erstmal so völlig ungläubig, aber was jetzt nach der Zeit geworden ist, auch mit den anderen Partnern. Im Ost, das hat auch fast jeder bestätigt und das habe ich eigentlich auch nur aus Informationen von Kundschaft und von Leuten, die in Grimma auf den Hof fahren. Das ist ja schon fast meine zweite Heimat geworden. Ich weiß gar nicht, wie viele tausend Kilometer ich dieses Jahr hin und her gefahren bin. Ja? Ja. Gut, hast du ja auch immer. Genau. Was ich aber sagen wollte, ist, dass es offensichtlich in diesem Großraum Leipzig keine vernünftige Werkstatt gegeben hat. Das wollte ich damit sagen. Und da haben wir uns natürlich etabliert. Und das wusste ich schon, aber nicht so richtig genau. Ja, da ist ja immer ein Risiko bei. Also da muss man sagen, kannst du der Kundschaft eigentlich nur danken. Und das machen wir natürlich auch. Und dann würde ich sagen, bauen wir mal auf ein gutes Jahr 23. Definitiv, ja. Das war sehr, 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 sehr erfolgreich, sehr, sehr ereignisreich dieses Jahr. Auch mit den neuen Partnern, mit René, mit der dazugekommen ist. Und wir freuen uns eigentlich auf das kommende Jahr, was ja dann morgen schon losgeht. Ja. Und das wird meiner Meinung nach weniger ereignisreich auf keinen Fall werden. Nee. Wir haben noch viel im Rucksäckchen mit dabei. Aber nee, da können wir bloß unserer Kundschaft danken, dass die das so angenommen hat. Dass, ja. Ja, so. Einfach genial. Ich meine, dass wir uns gut verstehen und dass unser System funktioniert, sieht man schon alleine daran, dass wir jetzt hier stehen. Ja, ja, also, was hatten wir diese Woche? Ein Spaß. Ja? Ja. Das muss man ja auch mal sehen. Ich meine, dass du da ein Bierchen bei trinkst, das ist doch ganz normal. Also, ich kenne das ja nicht, mein Leben lang nicht. Mein Vater hat das schon gemacht und der Vater von meinem Vater auch. Also, was machen? Da kannst du ja nichts bei falsch machen. Ja, André, ich danke dir für deine Worte. Aber es ist natürlich so, du sagtest, der René ist dazugekommen. Wir haben natürlich noch einen Partner dieses Jahr dazu bekommen. Das ist GNS Schleswig-Holstein oben bei Leck an der dänischen Grenze in der Nähe von Sylt. Sylt. Ja, das musst du auch erstmal zusammenkriegen. Ja. Ja, in der Nähe von Sylt. So, und die sind im Juli an den Start gegangen. Ja, die haben wir jetzt dieses Jahr natürlich immer mehr unterstützt und so weiter. Das läuft auch schon ziemlich gut, würde ich sagen. Ja, da machen wir natürlich 23, haben wir ein ganzes Jahr vor uns. Ja, dann nicht zu vergessen den Holger aus Bockhorn, GNS Bockhorn. Ja, der ist auch schon ein Jahr dabei jetzt. Ja. Ein Vierteljahr. Der ist nämlich nach dir gekommen. Ja. Ja, du warst im März, der war im Juni, ja. Ja, letztes Jahr, 21. Ja, ist auch ein Megabetrieb mit seinem Bosch-Service. Ja, zwei Hallen. Ja, da kannst du mit 100 Wohnmobile hinfahren. Und hast trotzdem noch, verlierst die Übersicht. Ja, also das ist schon mega. Da bin ich auch froh, dass ich euch gefunden habe. Was bei uns immer gut ist, wir haben zwar eine Vorgabe, ja, weil ohne Vorgaben geht es ja nicht. Ja, aber wir haben immer ein offenes Ohr für alle. Ja. Dass einer sagt, hier, ich möchte das so nicht und das bringen wir, können wir das nicht so machen. Und ich, und jetzt müsst ihr mich unterbrechen, wenn das nicht stimmt, ja, ich bin immer jemand, der sagt, naja, vielleicht hat der andere ja noch eine bessere Idee als ich. Ich meine, ich habe immer gute Ideen, aber man muss doch mal nach rechts und nach links gucken. Ja? Insofern würde ich sagen, wir gehen jetzt essen und danach fangen wir an, Bier zu trinken. Ja? Ja? Und dann haben wir einen schönen Silvesterabend. Genau. Und wir wünschen allen unseren Kunden ein gutes, gesundes Jahr 2023. Euch ein schönes, frohes neues Jahr. Esst was Gutes, trinkt was Gutes. Ja. Ja, lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Bis dann, euer Guido von GNS TV. Ciao. Ciao. Ciao.